Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Far Cry 4. So, meine Freunde, wir haben in der letzten Folge dieses Camp befreit und wir sind jetzt auf dem Weg ins Camp Alpha. Alter, das war ein Kampf, das war leider nicht so einfach. Und da heulen die Wölfe, oh meine Güte. Alter, die Waffen sind einfach nur auf den Arsch. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir bessere Waffen kriegen. Das hat so tatsächlich so einen Wolf getötet. Ich drehe durch. Okay. Und wir leben noch. Wir sind zum Glück nicht so weit Sabah, weg. Das Camp ist sicher. Okay, jetzt geh zum anderen Camp und sieh, was du tun kannst. Das machen wir jetzt. Wir müssen nur aufpassen, die Wölfe. Da ist noch ein Jäger oder wie? Oder was ist das? Sind noch Jäger unterwegs. Okay, durch. Okay. Bin mal gespannt, was wir. Ich muss mal bestimmt auch verteidigen. Töte die übrigen Soldaten. Alles klar. Heil dich doch, wenn ich drücke. Warum heilt er sich nicht? Alter, ist das nervig. Reinstürmen bringt gar nichts. Reinstürmen bringt gar nichts. Tiere bringen auch nichts. Ja, dein Kopf gehört mir. Okay, ja. Komm du mal her. Du. Okay. Damit hat jetzt keiner gerechnet, dass ich da auch noch angegriffen werde von so einem Viech. Ja, toll. Gerade beim Nachladen. Alter, lass mich in Ruhe. Ach
Gott sei Dank. Sabah, erledigt. Aber das, wonach Amita gesucht hat, ist nicht hier. Das spielt keine Rolle, Bruder. Du hast Leben gerettet. Ich musste es schaffen. Du hast Mohans Blut, ein wahrer Sohn Kyra. Okay. Sabal führt den goldenen Pfad an. Gut, jetzt schauen wir mal, was wir hier eigentlich haben. Alles. Schön. Haben wir eigentlich ein neues Ziel? Bis jetzt nicht. Ne? Irgendwo treibt sich hier noch ein Vieh rum. Aber wo? Okay, gut. Wir gucken mal schnell auf die Karte. Hin sollten. Wir sollten uns um diesen Außenposten da mal kümmern. Also gehen wir da zur Fashion Week. Okay. Wir gehen mal zur Fashion Week. Gehen wir mal dahin und schauen mal, was. Oh. Nashörner, habe ich gehört, sollen nicht so einfach zu erlegen sein. Ein schwarzes Loch. Na, ist was. Okay. Nicht mit den Waffen, was ich gerade habe. Okay, wir gehen zur Fashion Week und schauen uns mal an, was wir da machen können. Vielleicht kriegen wir unterwegs auch ein Auto. Eigentlich sollten wir auch den Außenposten machen. Da ist ein B. Was hat es mit dem Bader Batra? Okay, na, wir gehen jetzt zur Fashion Week, wie geplant, und danach, weiß nicht, ob wir es diese Folge noch schaffen, gehen wir zu Batra. Okay. Da ist doch ein Auto, warum nehmen wir nicht das Auto? So, okay, wir nehmen das Auto hier. Und gucken, dass man zur Fashion Week kommt. Wir brauchen Hilfe, ich wiederhole. Weitere goldene Pfadsoldaten werden gebraucht. Unser Außenposten wird angegriffen. Brauche dringend Verstärkung. Außenposten wird angegriffen. Na, das fehlt mir gerade noch. Hier, der Feind ist hier. Auch noch den Außenposten verteidigen hier. Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. So, wo ist der? Ah! Nein. Oh, alter Verwalter, warum? Warum? Ey, die Royal Army dringt in unseren Außenposten ein. Die Situation bloß ist noch am Sterben. Bitte melden. So,
Jetzt beißen die unten. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen den Außenposten verteidigen. Okay, gute Killquote haben wir. So, wie sieht's aus? Haben wir sie in die Flucht geschlagen? Okay, wir haben sie in die Flucht geschlagen. Dann geht's weiter zur Fashion Week. Das muss ja hier in der Nähe sein, ne? So, okay. Oh, da möchte nur mal jemand zur Fashion Week. Der hätte mich ja auch mitnehmen können. Also gut, wir sind ja gleich da. So. Bin ich ja mal gespannt, was da auf uns wartet. So. Hallo? Schweinchen, Schweinchen, was haben wir denn hier? Mal weg damit. Okay, klopfen wir mal an. Hallo? Oh, also stimmt das Gerücht. Herein, herein, herein. Wie soll ich dich nennen? AJ oder Adonis? Besinnliche Augen. Zielstrebiges Kinn. Die Kleider sind eher Heilsarmee als goldener Pfad. Aber damit kann ich arbeiten. Wer bist du? Ich bin Mumu Chiffon. Schneider und Hofausstatter auf Geheiß des Königs von Kyrat, seiner Hoheit Pagan Min. Aber er nennt mich ruhig Mr. Chiffon. Hocherfreut. Du arbeitest für Min? Ja, früher. Ich hatte einen Streit mit dem König. Er wollte mich töten und nun verstecke ich mich. Ach, Schnee von gestern. Blicken wir nach vorne. Bald ist Kyrat Fashion Week. Und wir könnten einander helfen. Du brauchst Accessoires und ich ein Modell. Ich mache dich zum Mittelpunkt meiner neuen Kollektion. Ich nenne sie Krieg Couture. Und du willst, dass ich das Zeug anziehe? Das? Das waren nur Experimente. Nein, nur das Allerbeste für den verlorenen Sohn. Ich habe viele Jahre an einer Pariser Schule für rationelles Modedesign verbracht. Kleidung muss praktisch sein, erst dann elegant. Die Form folgt der Funktion. Arme hoch. Du wirst mir exotische Materialien beschaffen.
Pelze. Häute. Feder. Um deine rohe und animalische Seite hervorzuheben. Ich schicke dir die Designs und die Fundorte. Ich hoffe, du bist an der Nähmaschine so geschickt wie am Maschinengewehr. Denn gemeinsam machen wir dich grimmig. Nun, steh nicht nur rum. Die Zeit rennt. Komm zurück, wenn du meine Kreation fertig hast. Na super. Okay. Fähigkeiten. Okay, schauen wir da mal rein. Wir haben 3 Fähigkeitspunkte. Die Leichen. Freizeitschütze, verbessere deine. Ach, das sollten wir ja eh machen. Und da sind wir ja gestorben in der letzten Folge. Okay, Gerätespezialist. Was machen wir? Ich glaube, wir sammeln weiter. Besuche Reihe für Propagandazentrumsaufgaben. Okay. Was haben wir da unten ist jetzt? Okay. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir werden hier zum. Nee, wir wollten zu Batra. Wir wollten zu Batra und wollten mal schauen, was der für uns hat. So. Neue Waffen freigeschaltet. Verkaufen. Schnellverkauf. Geldbeutel voll. Okay, zurück. Munition nachfüllen. So, kaufen und anpassen. Tun wir uns hier gleich mal wieder auffrischen. Karma Level 2 Seitenwaffen. Da. Eine Leuchtpistole. Ne. Das hätte ich ja gerne. Okay. Die haben wir freigeschaltet, eine MP34. Eine PKM. Aber warum können wir da nichts aufsetzen? Komm, die kaufen wir mal. Okay. Wir sollten uns noch. Den Waffengürtel ein klein wenig erweitern. So, da haben wir alles voll. Karten könnten wir eigentlich auch mal kaufen. Komm. So. Gut. Machen wir mal wieder ein bisschen. Platz. Okay. Zurück. Zurück. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Herstellung. So, wir sollten uns auf jeden Fall darauf konzentrieren. Schrabrackentapierfell. Dass wir so Schrabracken vielleicht töten, damit wir eine größere Auswahl an Waffen. Ich hab gehört, du hast die Jäger getroffen. Ja, haben wir getroffen. Unbekannter Ort. Okay. Aber wo sind die Schrappnacken? Warum zeigt es mir das jetzt eigentlich auf der Karte nicht an? Egal. Wir gehen jetzt Richtung
Bad haben. Ein Freund von mir hat das alles mit angesehen. Haben wir irgendwo ein Fahrzeug zur Verfügung? Da und da steht eins, dann nehmen wir uns das doch ein. Das wollen wir mal versuchen mit dem Kleider. Geht das? Wir versuchen es einfach mal mit dem Kleider. Warum nicht, ne? So, Richtung Batra. So. Ja, geht ganz gut. Ich frag mich bloß, wie wir landen, ne? So. Mal gucken, wie nah wir rankommen. Ja, da könnten wir jetzt auch in Wings Suite gehen. Das machen wir aber kurz vorm Ziel. Schöne Aussicht von hier oben, ja? So. Okay. Ich würde sagen, wir gehen in Wings Suite über. Schauen, dass wir da hinkommen. Jetzt müssen wir dann irgendwie einen Fallschirm öffnen. Hallo, Fallschirm? Ich sag's auch, er sollte einen Fallschirm öffnen. Lecco mio. Okay, wir probieren es nochmal. Man muss das ja auch schon ausprobiert haben. Ist das Ding jetzt noch da oder nicht mehr? Wildes Ei. Ne, ist niemand da. Ist weg. Verdammt. Okay. Batra. So, Karte. Batra. So, okay. Wir werden Seilrutsche benutzen. Karma-Ereignis. Wollen wir mal unsere neue Waffe einweihen? Okay. Karma-Ereignis abgeschlossen. Naja, das war ja auch ratzifatzi. Gut. Schön, 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 schön. Aufsätze an Handelsposten um 25% reduziert. Na super. Schauen wir mal, was Batra für uns hat. Na. Immer laufen. Naja, ein bisschen zu Fuß. Schade, kein frische Luft soll ja einem gut tun, auch gerade jetzt in der Corona-Krise. Heißt es eigentlich die beste Medizin alleine rausgehen, ja, und frische Luft schnappen. Gerade jetzt, wenn das Wetter schöner wird. Hoppla. Erweist du den Familienrespekt? Das ist beeindruckend. Sowas habe ich noch nie gesehen. Tja, ich sah noch nie, dass jemand die Asche seiner Mutter herumträgt. Ob die Beerdigung meines Vaters auch so war? Ich war zu jung. Aber sein Tod teilte den goldenen Pfad. Die Dinge sähen anders aus, wäre er im Kampf gestorben. Doch so war es nicht. Er wurde ermordet. Ermordet? Was ist passiert? Ich weiß nur, dass er zu Hause starb, östlich von Banapur. Es ist noch da. Vielleicht gehst du einfach mal hin und fragst nach ihm. Sei vorsichtig. Das Gebiet gehört jetzt nur. Ich muss gehen.
Die Leute sterben schneller, als wir sie verbrennen können. Okay. Schauen wir mal auf die Karte. Haben wir ein neues Ziel? Yogi und Regi. Übernehme Mission für Yogi und Regi. Du erhältst große Mengen Rupien. Okay. So, da haben wir ein paar Sachen, wo wir erledigen könnten, was wir aber auf jeden Fall in der nächsten Folge machen werde. Ich würde jetzt sagen, wir reisen hier wieder Sabal. Wir reisen nächste Folge zu Sabal und werden uns eigentlich um diese drei Außenposten kümmern und um diesen Turm. Gut, meine Freunde, wir wissen Bescheid. Nächste Folge Sabal. Außenposten 3 Stück beziehungsweise 4 Stück und die 2 Türme Tirta. Okay, Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Und bleibt gesund.